Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, Herr. In jenen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme: Gesegnet bist du unter den Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, in dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Und selig, die geglaubt hat, dass ich das sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Da sagte Maria: Meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan, und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten. Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, das er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinen Nachkommen auf ewig. Und Maria blieb etwa 3 Monate bei Elisabeth. Dann kehrte sie nach Hause zurück. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, im Evangelium haben wir gerade gehört, wie Maria jubelt, wie sie ihre Version vom Reich Gottes uns mitteilt. Ein Satz daraus: Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Also mir sagt Maria damit, dass Gott eine Version hat von seiner Welt. Er hat ein Bild davon, wie wir gut leben. Und gerade wenn ich das höre, er stürzt die Mächtigen vom Thron, dann kommt mir in den Sinn, wie viel Krieg und Terror in der Welt herrscht, wenn ich mir die Nachrichten und die Reportagen anschaue aus der ganzen Welt. Und dass Gott sich damit aber nicht abfindet. Ich denke, er möchte Frieden. Auch das sehe ich, wenn die Reporter mit den Leuten dort im Libanon, im Gazastreifen, in Israel, wenn sie mit den Menschen in der Ukraine und in Russland sprechen, dort wünscht sich eigentlich jeder Frieden. Und Gott, der schickt uns Jesus, um uns zu zeigen, wie ein Leben in Fülle ausschauen kann. Gott soll uns zeigen, was es heißt, ein Leben in Fülle zu leben. Und die Maria, die zeigt mir, dass Gott dafür, also dass Gott für seine Version, wie die Welt auszuschauen hat, dass er uns Menschen dafür braucht. Er kann es nicht alleine machen. Er braucht für seine Version, damit sich diese erfüllt, uns Menschen. Deswegen ist er zu Maria gegangen mit den Engeln und hat ihr gesagt, wie seine Version ausschauen soll. Und Maria hat darüber nachgedacht und hat nicht gleich Ja gesagt, sondern sie hat gefragt, ja, wie soll das denn passieren, dass ich in meinem Alter
in meinem jungen Alter und ohne, dass ich mit meinem Mann geschlafen habe, dass ich da ein Kind bekommen soll. Und Gott hat gesagt, weil ich es dir sage. Und auch da hat sie wieder drüber nachgedacht. Und hat sich aus ihrem Willen dafür entschieden, ja, daran glaube ich. Ich vertraue auf Gott. Elisabeth sagt uns das, was das Tolle an Maria ist. Und selig, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Das Besondere an Maria ist, dass sie Gott zuhört und dass sie daran glaubt. Sie lässt sich ohne zu zweifeln auf Gottes Verheißung ein. Sie hat keine andere Sicherheit und stützt sich eben allein auf das zuverlässige Wort Gottes. Und Gott steht zu seinem Wort und er hat die Macht, das zu erfüllen. Glauben heißt, sich darauf verlassen, dass das, was Gott sagt, ganz gewiss in Erfüllung geht. Auch wenn man im Blick auf die eigene Voraussetzung nicht weiß, wie es geschehen kann. Also wenn Jesus mir zeigt, was ein Leben in Fülle ist, dass Höhen und Tiefen zum Leben dazugehört und dass er mich immer in meinem Leben begleitet, dass ich nie alleine bin und dass ich auch wirklich alles durchstehen kann, dann kann ich von Maria auf jeden Fall lernen, was es heißt zu glauben. Ich denke, da ist das Schwierigste mal, auf das Wort Gottes zu hören. Also diese Botschaft, die Gott für mich in meinem Leben hat, dass ich das überhaupt höre. Und eben dann darauf zu vertrauen. Das zeigt mir die Maria, dass ich dem nachspüren kann, dem nachfolgen kann. Und ich glaube, dann wird diese Version von Gott, die uns Maria sagt, dann sind das nicht einfach nur Worte, sondern jeder von uns hat Bilder und Geschichten in seinem Kopf. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten. Er zerstreut die im Herzen voll Hochmut sind. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Amen.